Wir haben das letzte Mal den lieben Waldtempel. Hier hinter uns haben wir abgeschlossen. Und da war auch tatsächlich, da war Goma, war da als Boss drin. Ziemlich cool. Also wir haben jetzt unseren ersten Stein, unseren allerersten Stein. Der ist hier unten, unseren Kokiri Emerald. Und da hinten fängt es jetzt auf einmal an, irgendwie zu rauchen oder zu brennen. Und Navi meinte zu uns letztens, dass wir zum Berg gehen sollen, Richtung Berg. Und dass wir dort unseren nächsten Stein finden würden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt wirklich ganz, ganz richtig war. Aber ich meine, ich habe so in Erinnerung, dass Navi meinte so, ey, lass jetzt zum Berg gehen. Ich heb gerade zum ersten Mal Deko-Seeds auf, by the way. Okay. Wir haben jetzt die Schleuder, deswegen weiß ich, wo wir hin können. Wir können jetzt nochmal zu dieser verlassenen Mine gehen, wo wir vorher waren. Denn wir haben ja jetzt die Schleuder. Da gab es ja so einen Punkt in der verlassenen Mine, direkt da vorne, da unten, gab es direkt einen Punkt, wo wir einfach nicht weiter konnten. Wo wir quasi diese Augen abschießen mussten. Und das geht halt entweder nur mit einer Schleuder oder mit einem Bogen. Und jetzt haben wir ja durch den Waldtempel, haben wir jetzt glücklicherweise eine Schleuder. Deswegen können wir jetzt eigentlich wieder easy runtergehen und dort diesen Dungeon hier weitermachen. Oder beziehungsweise hier die verlassene Mine. Guck mal, hier kann ich direkt... Bam. Ja, jetzt ist da hinten offen. Okay, weil ich habe mich schon letztens die ganze Zeit gefragt, wie zur Hölle wir an diesen Schalter rankommen. Komm, gehen wir mal hier runter. Wie mache ich diesen Spaß jetzt? Soll ich das einfach grabben? Nee. Wie habe ich das letztens angezündet? Weiß es gar nicht. Wie habe ich denn das angezündet? Ich weiß, dass ich es mit Feuer gemacht habe, aber... Oh, kann ich das auch so mit der Schleuder machen? Oh, hier ist noch mein Auge. Oh, okay, jetzt ist hier vorne offen. Und dann brauche ich hier einfach nur meinen Stock hier anzünden. Und dann, yeah. Cool. Jetzt ist hier unten offen. Jetzt können wir durch. Ja, okay. Wohin müssen wir? Ich sehe nichts. Ich kann nicht so lange unter Wasser bleiben. Ich gehe hier einfach mal nach links. Oh, das ist schrecklich mit dem Tauchen. Aber hier komme ich hoch. War ich hier nicht schon mal? Ich glaube, hier war ich gar nicht. Wo rollt er hin? Okay. Oh mein Gott, hier rollt permanent so ein Stein runter. Aber was soll ich mit den Bomben machen? Soll ich hier diese Steine da hinten einfach wegsprengen? Warte, ich gehe mal hier weiter nach hinten. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Warte, muss ich hier vielleicht sogar runter? Oh, hier ist eine Skulltula. Yo. Komm her. Geil, noch eine. Ah, und von hier, ja genau, okay. Und hier fallen immer diese Steine dann danach runter. Aber dann komme ich ja... Warte, wie soll ich denn wieder da rüberkommen? Rüberspringen geht ja nicht, oder? Ja, doch. Aber dann muss ich halt mal auf diesen Stein hier aufpassen. Aber muss ich den dann... Mach das einfach so. Und dann warte ich hier. Können jetzt einfach nach ganz hinten? Okay, das war ultra close. Aber hier nach oben komme ich nicht. Ja, dann muss ich warten, bis hier wieder ein Stein runterfällt. Aber dann muss ich ja ultra schnell sein. Weil langsam rollt er nicht. Okay, so kommen wir durch. Oh, geht's hier nach draußen? Oha, bin ich am Berg oben? Mountain Trail. Oh, hier kommt man nach oben. Ich dachte, ich würde immer weiter runtergehen. Ah, oh, das ist cool. Und wie groß es hier auch wieder ist, ne? Wie viel Platz? Take a seat. Aber Herzen sind hier keine, ne? Ne, keine Herzen. Aber hier kommen wir easy hoch, guck mal. Okay, wo geht's hier runter? Oh, die Abkürzung. Okay, cool. Ich spring die direkt weg. Geil. Und dann hier auch noch. Dann haben wir auch endlich hier unten mal eine Donnerblume und können die anderen Sachen hier wegsprengen. Oh, das machen wir sogar. Das machen wir jetzt einfach. Oh? Hab ich... Kannst nicht wegsprengen? War die Bombe zu weit weg?
Kein Secret. Einfach nur so ein Stein. Okay, aber die zwei da hinten, die sind viel zu weit weg. Die kann ich nicht wegspringen. Da muss ich warten. Jetzt fliegen da auch diese nervigen Vögel da rum. Wenn nämlich direkt Akron, dann habe ich kein Problem damit. Aber wenn die so lange da oben fliegen und mich nicht mehr angreifen. Doch, 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 da kann sie. Guck mal. Oh. Okay, die anderen lassen mich in Ruhe. Ich bin da eh nicht in der Nähe. Wie soll ich denn diesen Sprung schaffen? Ich komme doch niemals von hier aus darüber, oder? Hä? Wie soll das gehen? Vielleicht soll ich da gar nicht rüberspringen. Oh, komm ich jetzt irgendwie wieder hoch schnell? Hm. Muss ich wieder nach ganz hinten rein? Guck mal, der Nächste. Komm her. Ich habe eine Schleuder. Wofür habe ich eine Schleuder? Genau für solche Gegner. Oh, ich dachte, der kickt mich jetzt direkt runter. Ja. Boom. Haha, nice. Der Nächste. Und direkt gesniped. Komm ich da hoch? Ich komm da wirklich hoch. Ey, Link schafft manchmal solche Sprünge. Da denkt man sich echt, wie? Wie geht sowas? Ist da runter? Ja, jetzt, okay. Ich habe keine Bomben. Ich kann nur Donnerblumen aufheben. So viele Sachen, die zum Wegsprengen. Oh, da hinten ist eine Donnerblume, stimmt. Wo ich da vorhin dachte, dass ich da irgendwie rüberjumpen kann. Warte, wie soll ich denn... Das hat gereicht? Von da unten aus? Die Bombe war da unten ganz... Also, war da wirklich im Eck? Wie hat das funktioniert? Okay, rein da. Beschwör mich nicht. Cool. Oh. Hier sind schon die Dodongos-Höhlen? Oh, krass. Okay. Das ging ein bisschen schnell. Warte, dann rüste ich direkt mein Healer-Schild aus. Ich dachte jetzt nicht, dass ich so schnell in den Dodongos-Höhlen wäre. Stimmt, und Schild war nochmal... Ja, das Docken. Stampft noch einer so krass rum. Warum ist das über mir? Ah, ich glaube schon. Okay, und da vorne ist der Boss. Wo gehe ich denn als erstes hin? Ich würde erstmal sagen, dass ich hier diese Donnerblume hier nehme. Und... Boah, das geht ja nicht von der Zeit her, oder? Doch. Aha, den haben wir weggesprengt. Aber ob ich jetzt da so schnell rüberkomme... Ich probiere es einfach. Weil die halten nicht so lange. Die explodieren wirklich ultra schnell, die Donnerblumen. Aber den können wir wegspringen. Oh, das ist ein bisschen zu weit weg, oder? Nee, das reicht sogar. Nee, ist das sorry. Okay, aber die Mauer da hinten kann ich ja freispringen. Also die auf jeden Fall. Muss ich ja. Ja. Okay, also ich höre eine Skulltruhe auf jeden Fall. Mehrere. Soll ich die schieben? Muss ich die schieben? Ist die Frage. Wie komme ich denn da generell hoch? Ja, das sind ja alles Gegner. Wie soll ich die denn... Ich brauche ja Bomben, um die zu killen. Das sind alles Gegner. Nee, ich brauche hier Bomben. Da stehen nicht mal Donnerblumen. Ich brauche richtige Bomben, damit ich die besiegen kann. Das heißt, ich bin falsch. Das heißt, ich war ja gerade viel zu früh bei diesen Gegnern. Ja, dann werde ich einfach diesen Stein da unten einfach freisprengen. Und zack. Und hat gereicht. Kann ich ja easy hier hoch. Weil hier müssen wir auf jeden Fall Bombentaschen kriegen. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich sehe da einen Schatten. Warum greift die Skulltula nicht an? Okay, die Skulltula kann mich angreifen, auch wenn ich mein Schild halte. Okay, das ist frech. Link? Ich hol mein Schwert raus, er geht nach hinten und fällt runter. Kannst du bitte nicht runterfallen? Mann, wie soll ich denn da stehen, damit die Skulltula da runterkommt? Wie frech ist das denn? Das geht hier nicht. Guck mal, ich stehe hier, die kommen nicht runter. Ich muss wirklich hier hinten stehen. Okay, so geht's. Oh, da hinten ist eine große Kiste. Okay, so muss es auf jeden Fall die Dungeon-Karte sein. Ich komme eh easy hier hoch. Ja. Den Kollegen da hinten ignoriere ich. Oder Kompass. Entweder Kiste oder Kompass. Entweder Karte oder Kompass.
Ich krieg immer einen Kompass zuerst. Jedes Mal. Okay, da wo ich bin, gibt es auf jeden Fall keine Kiste mehr. Aber von dort, wo ich gekommen bin, im rechten Room, da war eine Kiste. Aber da hinten ist noch ein Stein, was ich wegsprengen kann. Da ist ein Tor. Ja, ich gehe da hinten erstmal rein. Lass mal gucken, was es hier gibt. Fledermäuse. Gut, ich springe einfach hier runter. Hello. Warte, hier geht's rein. Nein, da geht's gar nicht rein. Ich ignoriere die einfach komplett. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ja, dann zurück. Was soll ich hier? Ich dachte, hier finde ich noch irgendwas. Ja, dann kann ich ja komplett zurückgehen. Oh, hier gibt's was. Hier habe ich gar nicht hingeguckt. Hier auf jeden Fall eine Skulltula. Die Donnerblume werde ich hier nehmen. Ja, bitte nicht angreifen. Und weg damit. Aha, die nächste Skulltula. Die nächste goldene. Let's go! Jetzt raus hier, weil sonst mit einem Hit sterbe. Okay, jetzt sterbe ich wirklich mit einem Hit noch. Ich komme da nicht hoch! Link ist zu klein! Oh nein! Nein, Link ist wirklich zu klein. Ich komme da nicht hoch! Jetzt muss ich wieder komplett außen rumgehen, oder was? Oh, jetzt habe ich eine Fee verbraucht. Ja, okay, da hinten müsste es eh noch offen sein. Habe ich hier einfach wieder hoch? Und jetzt können wir... Ah, jetzt sind die Skulpturen wieder da, ne? Ja. Aber muss ich... Ich glaube, ich muss wirklich von hier oben, muss ich darunter auf die Plattform springen. Ansonsten geht das nicht. Ah, ne? Ja! Das war jetzt zu weit nach rechts. Ja! Nice. Ich dachte, ich komme dann noch schnell rüber. Mann, ey, also, okay, diese Skulpturen sind wirklich nervig. Vor allem, wie schnell der mich bekommen hat. Ja, da muss ich einfach weiterrollen. Ja! Nice! Und rüber. Ich habe noch eine Fledermaus. Ah, nee, die da hinten kriege ich nicht. Boah. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Ja, ich muss ja hier drauf. Aber nach da links kann ich es komplett vergessen. Eine Fledermaus, die sich angezündet hat. Und ich bin runtergefallen. Dann muss ich die Fledermaus sogar nutzen? Nee, muss ich gar nicht. Weg mit dir. Nimm meinen Stock wieder. Ha? Aha. Warte, schaffe ich den Sprung von hier aus? Okay, aber ultra close. Okay, wo ist die nächste Fledermaus? Da hinten. Alter, was? Ich komme da nicht rüber. Jetzt bin ich wieder hier. Ich komme da nicht rüber? Warte, was? Nein, das muss gehen. Wo soll ich denn sonst hin? Oder ich mach's mit einem Sprungangriff. Puh. Also ohne Sprungangriff geht's da wirklich nicht. Vor allem Link hält sich ja nicht mal fest. Der hat sich gar nicht irgendwie versucht festzuhalten. Da gibt man ja die Karte. Oh Gott. Oh, jetzt schon die Bomben. Ich dachte, das wäre die Karte. Mann, jetzt endlich bin ich ein bisschen freier. Kann ich alles, was mir steinmäßig im Weg steht, komplett zerstören. Wow. Was war das? Link wollte sich da festhalten, dann wollte er nicht, dann war er im Boden drin, dann sind wir abgerutscht. Jetzt kann ich auch da hinten diesen Stein wegsprengen. Pass auf, da wird jetzt gar nichts drin sein. Absolut nichts. Darf ich den Sprung darüber? Nein. Also ich weiß, am Kompass steht, dass es hier keine Kiste mehr gibt, aber ich will trotzdem sehen, was hier drin ist. Ja, ein roter Rubin, okay. Ich wollte ja unbedingt nachsehen, was es da hinten gibt, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall im Main Room haben wir deutlich mehrere Optionen jetzt mit der Bombentasche. Jetzt können wir gucken. Ich muss hier erstmal den ganzen Weg zurück. Da hinten ist so ein Deko-Händler. Wo habe ich Bomben gebraucht? Ja, um die Gegner hier zu killen. Ach, die müssen wirklich vorher... Okay, ist da einfach stuck. Auch gut. Dann was ist, wenn ich... Perfekt. Haha, und ich krieg wieder Bomben. Warte, das war's? Ich dachte, ich trigger hier irgendwas, wenn ich die Gegner kill. Ach, ich kann hier hochklettern. Oh mein Gott. Das wusste ich gar nicht. Oh, lol. Ja, okay, dann ist hier ja hundertprozentig die Karte. Ja, okay, dann muss hier ja die Karte drin sein. Ah.
Ich habe gar nicht realisiert, dass ich da klettern kann. Ja, okay, dann hätte ich ja so an sich als erstes die Karte gehabt. Ja, jetzt weiß ich fürs nächste Mal. Aber muss ich da unbedingt hoch? Also ich werde da trotzdem sehen, was wir da hinten machen können. Aber ich glaube, ich habe alles Wichtige. Mir fehlt halt nur noch so ein... Weiß gar... Hatten wir im Waldtempel, hatten wir da so ein Boss-Key? So ein Master-Key? Nee, ne? Da haben wir kein Master-Key gebraucht. Da mussten wir ein Rätsel lösen, um das Tor zu öffnen. Dann waren wir beim Boss. Ich glaube, da hatten wir echt keine Master-Keys. Also jetzt mit dem Dungeon-Item könnten wir rein theoretisch einfach Richtung Boss uns bewegen. Oh mein Gott, das war wieder so knapp. Warum sind die ganzen Sprünge hier so knapp? Nee, kann ich hochklettern. Ach, das wär einfach nur ein Textur gewesen. Okay, wo komme ich wo raus? Wenn ich links gehe, dann bin ich oben beim Main Rune. Deswegen gehe ich hier mal nach rechts. Richtig? Jetzt bin ich hier. Ja, jetzt bin ich hier. Würde ich auch. Ach, du bist kein Gegner. Das ist eine echte Statue. Warte, wofür? Bin ich auf dich drauf? Nee. Warte, wofür gibt es hier eine richtige Statue? Warum bist du da oben? Au. Ich wollte eigentlich rundherum gehen. Ey, Mann. Okay, warum gibt es da eine echte Statue und eine goldene Skulptur ist da oben, wo ich nicht mal rankomme? Ich kann ja nicht mal einen Enterhaken nutzen als junger Link. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll zu der goldenen Skulptur. Ehrlich gesagt. Vielleicht müssen wir später hierher. Tisch spreng ich weg. Bumm. Ey, mit Brücken und unten diese Bubble-Gegner. Keine Ahnung, warum hier eine Donnerblume war, aber nutze ich für die goldene Skulptur. Nice. Warte, aber hier ist... Okay, das Tor ist hier zu. Das heißt, das hier muss eine Art so Mini-Boss sein, wo wir alle Gegner hier bekämpfen müssen. Erstmal machen wir die Bubbles weg. Weg mit den Bubbles. So, weg mit der Twitter-Bubble. So, Twitter-Bubbles zerstört und jetzt kommt Elon Musk. Aha. Oh, es spawnt keine Kiste? Dann gab es ja wirklich hier nichts außer Gegner. War das einfach nur eine Falle? Also, es gab eine goldene Skulptur, aber... Also, ich beschwere mich nicht. Immer diese Spinnen, die aus dem Nichts auftauchen. Gott, ich werde hier so runterfallen. Ich werde hier so runterfallen. Doch nicht. Das ist ein Schalter. Oh, hier muss ich wieder was... Okay. Hier geht's weiter. Boah, das ist so cool gemacht. Ich renne einfach durch, ich renne einfach durch. Ihr seid mir alle egal, ihr seid mir alle egal. Tschüss, 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 tschüss. Oh Gott, Sand. Link, hör auf anzuvisieren. Renn, renn. Wird ihr alle nicht besiegen. Okay. Und jetzt kriegen wir die Tür auf. Ja, geil. Also ich kann hier einfach wieder runter. Und ja. Und rüber. Ich glaube nur dieser eine Raum hier noch. Und dann geht's zum Boss. Hier gibt's auf jeden Fall kleine Dudongos. Oh ja, direkt dahinter. Ist der Boss Room. Aber will ich den auch damagen? Geht doch. Spuckt er wieder sein Feuer. Mal hier da. Jetzt mache ich wieder. Jetzt mache ich wieder. Jetzt mache ich wieder. Warum muss ich so von der Seite angreifen und es geht nicht von vorne? Guck mal, hier ist der Schalter. Haha, jetzt geht's zum Boss. Ey, jetzt rattern wir durch mit den Tempeln hier gerade. Auf geht's. Ein nach dem anderen. Duck, 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 duck. Dann machen wir mal den Weg frei. Und runter. Boah, guckt euch die Boss-Arena an. Oha. König Dodongo. Ey, aber wie cool sieht's hier bitte aus? Schluck. Schluckbombe. Boom. Oh, ein Spruch. Oh Gott, die Gegner sind hier auch noch. Diese kleinen Sandgegner. Aber gut, dass sie sich nur auf Sand bewegen. Oh. Nice. Aufpassen auf die Gegner. Und einmal noch, glaube ich. Noch einmal. Hopp.
Und down. Nice, let's go. Und der zweite Stein gehört uns, Freunde. Oh, diese Custom Dungeons sind so cool. Bis jetzt war der Waldtempel aber mein Favorite vom Optischen her. Also hier die Dodongos-Höhle hat mich gerade... Also es hat so was Eigenes gehabt, aber so vor allem am Anfang hat mich das halt total an die originale Dodongos-Höhle erinnert. Aber ist trotzdem geiler Tempel gewesen. Sehr, sehr geil. Ich höre Goron-Musik. Ich bin's, Darunia. Dank dir habe ich etwas Interessantes über die anderen gefunden. Was ein wildes Abenteuer. Es wird eine unglaubliche Geschichte. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du es aus der verlassenen Mine geschafft hast. Und dieser große Stein, der die Höhle blockiert hat. All dieser ganze Ärger wurde von zwei Hexen verursacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass die immer noch für Ganondorf arbeiten. Diesmal werde ich aber nicht helfen können. Du auf der anderen Hand hast die Kraft, sie aufzuhalten. Junge, ich mag dich. Wie wär's, wenn du und ich richtige Brüder wären? Ah, da braucht man keine große Zeremonie. Ich geb dir einfach diesen Token für unsere Freundschaft. Oh! Der Goron-Rubin! Cool! Du weißt nicht, was er mit Brüder meint, aber hey, du hast den zweiten Stein und jetzt musst du nur noch einen finden. Ah, wie cool. Aber wo geht's jetzt hin? Uns wird nicht gesagt, wo wir jetzt hin müssen. Ah, wir finden es schon raus, wo wir hin müssen. Wir werden es schon rausfinden. Ey, wir haben Bomben, wir haben Schleuder. Wir finden es schon raus.